Also man wird sich jetzt einmal hier den Panzer angucken, der ist so, wie er sein sollte. Das ist eine maurische Landschildkröte, also die hat hinten diese beiden Sporne auf den Oberschenkeln. Daran kann man die Tiere unterscheiden. Wenn das eine griechische wäre, hätte sie einen Schwanznagel, den hat sie nicht. Deswegen weiß man, also es ist eine Testudo graeca oder maurische Landschildkröte. Das ist eine ältere Dame, sieht man also an der Schwanzlänge, dass das ein Weibchen ist. Wenn das ein Männchen wäre, wäre der Schwanz ungefähr so lang. Und jetzt schaut man sich insgesamt das Tier einmal an. Also man schaut sich den Panzer an, ob hier irgendwelche Verletzungen zu sehen sind, Nekrosen zu sehen sind, irgendwelche Löcher, Läsionen. Das macht man also sowohl oben als auch unten. Unten sieht man es jetzt schön. Und dann versucht man sich vorsichtig die Beine etwas vorzulagern. Sie ist sehr kräftig und wird sicherlich gegenziehen. Das hat sie nämlich eben schon mit mir gemacht. Das macht sie nicht ordentlich. Dann schaut man sich hier einmal die Haut an, ob die hier abgelaufen ist bei den Tieren. Hier sieht man, dass etwas Harnsäure hinten dran hängt. Das ist normal. Bei der Schildkröte wird also Urin flüssig abgesetzt. Und Harnsäure mit so einem weißen Bestandteil, das sieht man hier so ein bisschen, das hat sie in ihrem Transportbehältnis auch gemacht. Und da ist immer so ein kleiner Kleck, sollte dabei sein, weiße Harnsäure bei den meisten Landschildkröten, die wir so haben. Dann guckt man sich einmal die Augen an. Die sind knopfartig, also die sollten so schön glatt und nicht eingefallen sein, wie das bei diesem Tier der Fall ist. Die Nase ist frei. Und sie schimpft uns jetzt ein bisschen an. Schwierig ist es manchmal, den Kopf rauszukriegen. Bei vielen ist es so, wenn man da hingeht, dass sie sich zurückziehen. Das ist eine selbstbewusste ältere Dame. Das heißt, das macht sie erstmal nicht. Und dann zieht sie ein bisschen gegen. Man versucht dann vorsichtig genauso konstant zu sein. Dann kann man sich hier die Maulhöhle anschauen. Die ist schön rosa-rot. Die Luftröhre ist frei. Es sind keine Auflagerungen zu sehen, keine Blutungen. Es ist nicht ein ganz weißes Tier, dass man sagen könnte, die hat eine Anämie, eine Blutarmut. Man drückt nochmal auf die Nase drauf, um zu gucken, ob da irgendwelche Flüssigkeit rauskommt. Ist auch nicht der Fall. Also das sieht alles sehr schön aus. Die Haut rundherum, auch an den Vorderbeinen, Hinterbeinen, ist unauffällig. Die Knie habe ich vorhin durchgefühlt. Die sind auch nicht geschwollen, das ist immer wichtig zu wissen. Und dann schaut man sich nach oben den Panzer einmal an, ob da irgendwelche Veränderungen zu sehen sind. Mhm. Im Prinzip sollten hier fünf Vertebralschilder sein und auf jeder Seite vier Rippenschilder und dann gibt es 12 Außen- oder Marginalschilder. Das ist also bei ihr alles regelrecht. Und man sieht schon, ähnlich wie beim Baum, kann man das Alter von einem Tier bis zu einem gewissen Alter bestimmen bei der Schildkröte. Irgendwann wird es schwierig, je mehr Altersringe es werden, umso schwieriger ist tatsächlich zu sagen, wie alt das Tier ist. Bei einer älteren Schildkröte kann man sich dann die Mittellinie angucken. Bei manchen Tieren wird die so zackig. Bei ihr ist es jetzt nicht der Fall, aber wir wissen, dass sie mal mindestens von 1975 ist. Das heißt also, ist schon ein älteres Semester. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo man Blut abnehmen kann bei der Schildkröte. Man kann es also einmal hier im Vorderbeinbereich nehmen. Man kann direkt unter dem Rückenpanzer Blut nehmen, dort, wo der Hals ansetzt. Man kann noch an vielen anderen Stellen Blut nehmen. Wir nehmen besonders gerne hinten am Schwanz, also im caudalen Bereich und auf der dorsalen Schwanzvene. Das Problem ist, dass bei allen diesen Zugängen das Gefäß nicht zu sehen ist. Das heißt, man sticht blind und hofft anatomisch so gut zu treffen, dass man dort quasi das Gefäß erreicht. Und man würde versuchen, so ein bisschen zwischen die Wirbel zu kommen. Das heißt, was wir machen, wir nehmen uns eine Klemme und ziehen das Schwänzchen etwas lang, damit wir es gut fixiert haben und dann gucken, dass wir quasi so ein bisschen zwischen die Wirbel rutschen und wieder etwas zurück und dann das Blut nehmen können. Das klappt manchmal besser, manchmal schlechter, manchmal braucht man auch ein paar Anläufe und das würden wir jetzt einfach mal versuchen. Relativ langsam läuft es normal bei der Schildkröte. Das ist also schon ein gutes Tempo, was wir hier haben. Das sprudelt nicht so wie bei Säuger oder bei dem Menschen. Aber trotzdem kann man problemlos die Menge abnehmen, denn so groß ist das Tier ja nicht. Genau, also man sagt, dass man. Sind wir ja noch
Man sagt, dass man 10% von dem Körpergewicht ist Blutmenge. Von diesen 10% kann man maximal 10% wegnehmen, das heißt 1% vom Körpergewicht. Das Tier hat knapp 3000 Gramm. Das heißt also, da ist ein Liter Blut nicht das Problem. Wir nehmen so ab etwa 100 Gramm Körpermasse Blut ab und dann aber eben nur 0,7 Milliliter maximal, also nicht zu viel. Wenn wir jetzt ein Tier haben, was innerhalb kürzester Zeit 100 bis 200 Gramm abgenommen hat, dann macht man das natürlich auch nicht. Aber ein Tier dieser Größe ist ein Milliliter kein Problem. Wir haben jetzt quasi, das Blut kommt in ein Lithium-Heparin-Röhrchen. Das ist ein bisschen anders als bei den anderen, weil viele andere Gerinnungsmittel, also EDTA etc., da führt dazu, dass das Blut koaguliert. Und deswegen nimmt man eben Lithium-Heparin-Röhrchen. Also die sind innen drin beschichtet. Schwenkt man dann auch vorsichtig. Und wir haben auch gleichzeitig jetzt ein Mikrohämatokrit-Röhrchen entnommen. Da kann man mit einer relativ kleinen Menge Blut auch noch bestimmen, wie der Hämatokrit ist. Das heißt also, wie das Verhältnis zwischen festen zu flüssigen Bestandteilen. Und das alles geben wir jetzt ins Labor zur Untersuchung. Man jetzt hört bei ihr, also sie ist eine empörte ältere Dame und findet das hier überhaupt nicht lustig, was wir gerade mit ihr machen. Und das ist also Abwehrschimpfen. Ein empörtes Zeigen, das man so nicht will, eigentlich. Okay, grüße dich ein bisschen zu mir. Meinst du, wir können es ein bisschen drehen? Klar. Die haben hier so eine schicke Falte. Und wichtig ist, wenn man das spritzt, dass man sieht, hervorragend, wie es wirklich eine Beule gibt, wie man jetzt hier auch sehen kann. Dass man wirklich subkutan nur spritzt und nicht irgendwo anders. So, schaffst du, kannst du noch einen Moment halten. Hier oben hat sich jetzt so eine Beule gebildet. Und so muss das sein. Auf der Seite sieht man es hier schon. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat man nicht richtig getroffen. Dann muss man, also darf man nichts reingeben. Jetzt haben wir hier eine sehr verärgerte alte Dame. Das ist auch mal ganz gut. Die setzen meistens Urin und Kot ab, wenn man sie ärgert, die Schildkröten. Und das kann man sich jetzt auch noch anschauen, auf Parasiten und sonstiges. Hier haben wir, wie gesagt, einmal... wir machen das ja in drei Ebenen, dass wir eine Schildkröte röntgen. Einmal von oben, einmal von der Seite und einmal von vorne. Wir haben immer das Problem, dass der Panzer das Weichteilgewebe ummantelt. Das heißt, wir haben immer auch eine gewisse Überlagerung, egal in welcher Ebene wir uns befinden. Und versuchen unter anderem eben auch durch diese drei Ebenen den Panzer ein bisschen auszutricksen, beziehungsweise etwas auszublenden und einen besseren Einblick zu erhalten. Das ist jetzt eine sogenannte dorsoventrale Aufnahme, das heißt eine Aufnahme, wo das Tier auf die Platte gesetzt wurde, also wir quasi vom Rücken Richtung Bauchpanzer eine Röntgenaufnahme machen. Alles, was dunkel ist, ist Luft, alles, was hell ist, ist Knochen. Und man sieht, dass hier sozusagen der Schultergürtelbereich ist, die Vorderbeine, Schädel, Wirbelsäule, Beckenbereich und die Gliedmaßen, die Hintergliedmaßen. Bei so einem älteren, schweren, großen Tier hätte ich eigentlich erwartet, dass man das Becken hier wesentlich deutlicher sieht, als man das jetzt sehen kann. Das heißt, das Tier ist auch nicht ausreichend mit Kalzium versorgt. Da müssen wir auch an der Fütterung bestimmt noch arbeiten. Und man sieht, dass hier der Magen luftgefüllt ist. Das kann damit zusammenhängen, dass wir sie jetzt noch mit der Untersuchung schon etwas ärgern mussten, dass sie also auch etwas Luft gezogen hat. Man sieht hier die Bronchien, also den Eintritt der Bronchien in die Lunge sozusagen, den kann man beurteilen. Und man sieht hier weiterhin noch einen Spalt, der aber bei Weibchen, die Eier legen, physiologisch ist, also normal. Der ist extra dafür da, dass wenn Eier gelegt werden müssen, dass dann quasi das hintere Schild etwas ausgeklappt werden kann und die Eier leichter abgelegt werden. Ansonsten kann man die Lunge schwierig beurteilen. Normalerweise habe ich es ganz gerne, dass das ganze Feld etwas dunkler ausgefüllt ist und hier ist eigentlich nur im mittleren Bereich ein Lungenfeld zu sehen. Wir haben dann eine zweite Ebene gemacht. Hier vorne ist der Kopf, da ist der Schwanzbereich, da ist der
Rückenpanzer, der Bauchpanzer und der Rückenpanzer. Und hier sieht man die Wirbelsäule, die Halswirbelsäule. Auch hier, die Knochen sind nicht gut kalzifiziert, die hätten wir eigentlich gerne deutlich weißer dargestellt. Und was man sehen kann, normalerweise bei einer gesunden Schildkröte ist es so, dass die Lunge, also der dunkle Bereich, die geht von ganz vorne bis nach ganz hinten, ein gutes Drittel der Schildkröte einnimmt. Das heißt, eigentlich sollte das ungefähr bis hier gehen, der Lungenbereich. Und der Rest wäre dann Weichteilgewebe. Bei diesem Tier ist es ein bisschen anders. Wir haben also den Lungenbereich eingeengt, dadurch, dass die Organe, die darunter liegen, also Leber, Ovarien, die Follikel anbilden können, Magen-Darm-Trakt, ja deutlich stärker von der Substanz, vom Gewebe her sind als die Lunge, muss die Lunge dann eben Platz machen und hat dann nur noch einen kleinen Bereich, der jetzt belüftet wird. Man kann sehen, wahrscheinlich, dass hier ist luftgefüllter Darm und darunter haben wir so eine verwaschene Struktur, die man nicht genauer einschätzt. Was kann jetzt eine sehr große Leber sein? Das kann hochgradige Anbildung von Follikeln sein, die alles nach oben drücken. Es kann eine hochgradige Füllung der Harnblase sein, die Schildkröten besitzen, im Gegensatz zu der Schlange und auch manchen Echsenarten. Oder es könnte natürlich auch mal ein Tumor, eine Zubildung sein, die zu einer Veränderung führt, die dann den Darm eben nach oben drückt. Was man in diesem Fall machen würde, ist eine Sonographie. Und auch eine Kontrastmitteluntersuchung, das heißt, dass man Kontrastmittel in den Schlund eingibt mit einer Sonde, eine gewisse Weile wartet und dann nochmal ein Röntgenbild macht, dann kann man sehr schön unterscheiden, was von diesem Weichteilgewebe hier ist Darm und was ist was anderes. Wahlweise kann man auch mittels Ultraschalluntersuchung ein Kontrastmittel in die Harnblase geben und diese dann darstellen. Das heißt, wir müssen uns bei der Schildkröte so ein bisschen behelfen mit der Diagnostik. Wir haben noch eine dritte Ebene gemacht. Die dritte Ebene zeigt uns den Eingang von den, in den Lungenhilus sozusagen. Man sieht hier, dass das Lungenfeld doch stark eingeengt ist. Also ich hätte gerne eine Belüftung bis hier runter. Die herrscht so nicht vor und es ist auch etwas unregelmäßig belüftet. Was jetzt auch erklärt, also ich denke, diese Schildkröte hat weniger geschrien, als dass sie nach Luft gezogen hat. Und dieses Quietschen, Piepsen ist das, was die Besitzer auch gehört haben. Wir haben noch eine Ultraschalluntersuchung gemacht. Es ist so, dass die Leber nicht deutlich zu sehen war. Wie gesagt, wir haben hier nur ganz kleine Schallfenster, die sich da befinden. Das heißt, wir können immer nur von ganz kleinen Fensterchen an alle Seiten gucken. Wir konnten Follikel feststellen, die zeige ich gleich nochmal. Gallenblase war nicht richtig darstellbar, die Fettkörper waren sehr ausgeprägt. Und von der Leber, wie gesagt, haben wir nur einen kleinen Einblick bekommen. Das, was man sehen konnte, sah aber unauffällig aus. Und hier sieht man ein, zwei Follikel, die angebildet sind. Man sieht hochgradig Fett und man sieht Anteile sozusagen von Flüssigkeit. Das ist eben die weitere Diagnose, die man stellen konnte. In der Zylomhöhle befindet sich Flüssigkeit. Das kann jetzt immer noch eine stark ausgebildete Harnblase sein, die sich relativ weit nach vorne, nach kranial noch ausbreiten kann. Es kann aber eben auch freie Flüssigkeit sein, die sich in dem Tier befindet. Dafür ist sicherlich auch die Untersuchungen mit Kontrastmittel in den Magen-Darm-Trakt verabreicht und dann eine Kontrastmittelpassage gemacht, verschiedene Aufnahmen in verschiedenen Abständen, sicherlich das richtige Mittel der Wahl, um dann eine entsprechende Untersuchung zu machen.